ich gerade, dass alle Räder nur. Ja, fast nebeneinander. Kämpf, mein Jutta, kämpf! Das denke ich mir auch gerade. Jetzt wieder steil bergauf. Kriegst einen Liter extra Wasser heute beim Waschen. Ich Kämpf, mein Jutta! muss doch noch eine Bahn fahren. Kleiner Rest bleibt stehen. Ach man, nur schade. Ich sehe aber gerade, die 46 hat auch ein gutes Gefälle. Seitlich. Ja, aber ich sag mal so, du musst da lange Bahn fahren. Wenn du da nur kurze Bahn fahren würdest. Ja. Macht dir ja eh zeitlich eigentlich gar keinen Sinn, kurze Bahn zu fahren. Diese ganzen Wendemanöver, das kostet so viel Zeit. Ja, ich sag ja, da wird da ja. Ist, da drehst du am Rad. Am Lenkrad, um genau zu sein. Ne, MB-Truck hätte ich auch noch gerne, ne? Ich weiß nur nicht, was wir mit dem anfangen können, weil der hat ja jetzt nicht so wirklich viel Leistung. Und der schnellste ist er auch nicht. Aber da gibt's schon die Grund, also zumindest im 17er, im 19er habe ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigt mit. Im 17er gab es da schon die brutalsten Maschinen. Ja, brutalste ist gut. Ja, für einen MB-Truck meine ich jetzt. Ich habe noch nie richtig verwendet. Einzige, was der tatsächlich, der könnte wahrscheinlich den Düngestreuer ziehen und den Kalkstreuer und so eine Sachen und Flüssigdünger hinterher. Sowas könnte der. Hat er einen Pflegereifen? Puh. Das ist eine gute Frage. Und wenn, dann sieht er ziemlich beschissen damit aus. Ja, weg. Er fährt ja dann sowieso nur durch hoch, hoch. Theoretisch, wenn das denn wirklich funktioniert, dass wir Formgruppen. Wie waren das nochmal mit den Gruppen? Gegruppt werden muss. Auch alle dreimal, ne? Nee, 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 nee. Gruppen tut man vorm Sehen, oder? Doch, ja, stimmt, muss ja vor jedem. Ja, genau, dann könnten wir eventuell Glück haben, da wir ja keine Direktsaat haben, dass wir düngen, Gruppen sehen und wieder düngen. Wobei, dass wir dann eben erstmal gar keine Pflegebereifung bräuchten. Ja. Dann sind wir mittendrin in so einem riesen Feld und dann kommt die Wachstumsstufe. Herzlichen Dann Glückwunsch. kann, dann Aber kannst du dann ist dich immer dann noch Stufe 1, da weg. passiert noch nichts. Dann kannst du dich dann wegbeamen. Na, wie gesagt, bei Stufe 1 passiert ja zum Glück noch nichts. So, ich habe fertig. Obwohl du kannst ja deinen Trecker nehmen, hochheben und aus dem Feld. So, jetzt den Flug verkaufen. Das muss ja der mit weniger Stunden sein. Das wäre ein Bild für die Götter. Kommt da so über dem Feld gelaufen, bringt Trecker oben in der Luft. So viel Verlust haben wir gar nicht gemacht. Wir haben wieder 329.000. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts gutschreiben. Das ist viel zu viel Aufwand dafür. Aber es hat So. funktioniert das letzte Mal, oder? Mit den Geldbeträgen, da mit diesem Punkt, was du gesagt hattest. Mit dem was? Da hast du ja irgendwas, eine Zahl, einen Punkt und einen 0, 0, 0. Ja, genau. Das hat funktioniert gehabt, oder? Ja. Ja, richtig. Ja, das muss man nur einmal verstehen, wie das genau gemeint ist mit dem, ne? Weil da stehen Ja, halt das ist Punkte und eigentlich. man denkt so, ja gut, dann mache ich da jetzt auch einen Punkt. Aber das ist gar nicht so, oder wird dann Nee, nicht so umgesetzt, wie man das da hingeschrieben hat. das ist an sich nur ein kompletter hier Trennpunkt. Das ist jetzt nicht so ein tausender Punkt oder so. Genau. So, dann fange ich mal an zu kalken hier.
Wow, Hänger. Hänger. Ja, hat einen kurzen Fuß. Das habe ich bei diesem Shop, also Richtung ortsauswärts, Richtung Hof. Da habe ich eine Stelle auf einer Map, da gibt es von mir ein Leck Ja, jenseits hatte ich von gerade orts ein, also Richtung Hof. An so einer, ja. an der Stelle. Ja, das, also beim Ort raus Richtung Hof irgendwo, das ist, habe ich auch, das hat wahrscheinlich an der Mapping oder irgendwas gesehen oder irgendwie, keine Ahnung. So. Ich schnapp mir jetzt den Klaas dafür. Der müsste das auch ganz bequem hinbekommen. Wir mal rausgehen, bitte. Nicht. Oh. Aua gemacht. So, fangen wir mal bei Feld 40 da unten an. Ja, und was mir gerade einfällt, was mache ich falsch? Ich wollte kalken und ich nehme mir den Düngestreuer. Das kann irgendwie nicht hinhauen. Na gut, dass mir das hier jetzt noch aufgefallen ist. Ach ja, was wäre ich bloß ohne meinen Schusselkopf? So, den nehmen wir mit. Der ist besser. Ist das eigentlich schon der ganz fette? Ja. Voll ist er auch. Na, die 18.900 Liter, die werden wahrscheinlich nicht wirklich lange reichen. Aber wir fangen trotzdem. Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht erst hier auf der Wiese anfangen, aber ich mache ein Feld 40. Weil dafür müsste es eigentlich einmal reichen lang. Jetzt habe ich mich komplett auf unserem Hof verfahren. Wir machen trotzdem Feld 40 erstmal. Denn dafür sollte es ja locker reichen. Jetzt cheate ich mich immer so ein bisschen durch. In der Hoffnung, dass wir das schaffen. Ja. Dann können wir nämlich nochmal auffüllen, dann auf die Wiese. Da werden wir wahrscheinlich auch locker einmal nachfüllen müssen für die Wiese. Aber auch keine Ahnung, ob das überhaupt was letzten Endes bringt, wenn wir da Wiese einsehen, wenn wir das jetzt kalken und düngen und gruppen und so. Wahrscheinlich für das erste Mal mähen wahrscheinlich schon, aber was dann weiter ist, puh, keine Ahnung. So, ich bin wieder da. Ejo. Mein mittlerer hat einen Holzkasten, weißt du, mit so Plastikschrauben, hinten Ja, Holz, kenne ich. Eiseln und
würfelchen Holzstöckchen, so kleine Leisten mit Löchern und du kannst da Und hat wie sie auf den in Finger diesen Ding. geklopft. Nein, er hat sich eine riesen Keule gebaut mit dem Ding und hat seine Schwester gegeben. Oh. Der Kleine auf die Große, also, ja. Da weiß ich zumindest zu helfen. Ja, richtig. Was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht. Was Was ist hier ist das passiert? denn? Wo denn? Hä? Hier ist nicht Was denn? geflügt. Ich habe hier durchgeflügt. Was ist das für eine scheiß Stelle? Was denn, wo denn? Auf A40. Der Boden sieht aus, als wenn hier angesät wäre. Das ist kein Grafikding sein, ne? Grafikfehler. Das habe ich auf. Was sagt der Dings hier dazu? Ja gut, okay, wenn es nicht gepflügt werden muss in dem Moment, wird er mir auch nicht sagen, dass es. Was sagt denn die Map? Also hier, du kannst ja da auch Bodenbeschaffenheit. Dass es auch nicht gepflügt ist. Das Stück. Kann schnell vorbeikommen. Ja, das müsste auf jeden Fall gemacht werden, sonst kann ich hier nicht weiterkalken. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Es ist aber nichts angesät, lustigerweise. Sieht aber so aus. Die Das 40. Feld 40 ist voll buggy. Alter, erst verschwinden die Rüben, die da mal angesät waren, urplötzlich. Komme ich vom Hof dahin? Auf die 40 oder muss ich da. Ja, fast gegenüber von der Hofeinfahrt geht zum Feldweg. Ah, ich sehe es gerade. Bin auf dem Weg. Was ein Mist. Und auch gar nicht so ein kleines. Also, ne, ist jetzt nicht das ganze Feld, aber auch gar nicht mal so ein kleines Stück. Hier hat doch irgendwer angesät. Und aber auch ein richtiges quadratisches Kästchen. Aber es ist unser Feld. Ja, ist. Das ist unser Feld, korrekt. Alter, hier passieren Sachen. Der Ring. Jetzt sehe ich aber das erste Mal, Alter, weiße Reifen vom Kalk. Sieht auch ultra cool aus. Genau, das ist das, was ich meine. Beim Kalk sieht es cool aus. Habe hier gerade ein Fahrzeug gehört, obwohl hier kein Fahrzeug weit und breit in der Nähe ist und sein kann. Ich bin mal gespannt. Alter, wenn wir das jetzt fertig haben, Alter, und da verschwindet wieder irgendwas oder wir haben wieder irgendein Viereck hier drin, dann raste ich aus. Ich komme zwischen zwei Feldern angefahren. Ja, ich sehe dich. Gesät ist ja noch nicht drauf, oder? Nee, sieht nur so aus. Ist ja noch gepflügt eigentlich, aber das Stück hier ist gesät. Obwohl, nee, warte, das ist ge. Doch, mit diesen kleinen Dingern, das ist gesät, das ist nicht gegruppt. Also, für mich sieht's aus wie gepflügt. Für dich ist das hier gepflügt, das hier. Ja. Textur vom Flug. Dann habe ich einen Synchrofehler. Pass auf, jetzt mache ich das anders. Jetzt drücke ich mal aufmachen und dann fahre ich. Jetzt sieht es bei mir auch gepflügt aus. Wenn du Bei pflügst. mir ändert sich nichts an der Textur. Okay. Ja, schön, so ein Synchrofehler. Toll. Also ich müsste jetzt komplett in blind lügen. Ja, nee, dann guck mal auf die Karte. Hast du denn, wenn du Was ist auf die Dings hier Wachstum gehst, gegruppt im Wachstum Erntereif und so, da habe ich hier ein das? fettes Kästchen drin. Normalerweise ist alles gepflügt, aber das Alles geflügt. Kästchen nicht. Alles geflügt bei mir. Dann ist es ein Synchrofehler. Na toll.
Bist du einmal umsonst hierher gekommen? Ja, jetzt habe ich das Feld auch gesehen. Ja, kann ja doch weiter kalken. Ein lustiger Scheiß ist das hier. Ja, wollte es bloß sehen, ob ich kurz vorbeikomme. Ja, Ja, genau. ja. Ja, das war ein Test.